Mein Name ist Rolf-Dieter Krause. Ich bin Rentner und ich war Berichterstatter. Es mag Sie überraschen, wenn man 20 Jahre in einem anderen Land lebt, merkt man auch sehr, wie deutsch man ist. Weil die Europäer haben ja Unterschiede und Belgien ist ein anderes Land. Wenn Sie da mit den vor allem öffentlichen Institutionen zu tun haben, merken Sie, dass es da anders zugeht. Also, in meiner ersten Anmeldung in Brüssel hat jemand mein Geburtsdatum falsch gelesen. Folglich hatte ich in meiner belgischen Identitätskarte statt Februar Juli stehen. Wann immer ich ein weiteres Papier brauchte, habe ich immer korrekt angegeben, dass ich im Februar geboren sei. Und ausnahmslos alle Behörden haben dann zu mir gesagt, ob es mir was ausmache, wenn sie auch Juli schreiben würden. Es würde sonst nur Probleme geben. Und also hatten alle meine belgischen Papiere Juli als meinen Geburtsmonat. Ich will damit sagen, man lebt in einem anderen Land anders. Belgien hat eine eigene Kultur, die sich auch sehr von der deutschen manchmal unterscheidet. Und wenn wir in Europa leben und kommen mit anderen Europäern zusammen, dann werden wir uns auch unserer eigenen Identität bewusst, weil diese berühmten Sätze, haben wir schon immer so gemacht, haben wir noch nie so gemacht. Die gibt es in jedem Land, aber mit anderen Inhalten. Als ich in Belgien wohnte, habe ich immer ganz lange deutsches Brot nach Belgien importiert. Und mit mir übrigens viele Deutsche. So inzwischen gibt es auf den ersten Märkten, und es gibt sogar so ein paar Supermärkte, wo es deutsches Brot zu kaufen gibt. Aber über lange, lange Jahre haben die Deutschen da gedarbt und das war dann immer so, wenn dann einer nach Aachen fuhr zum Einkaufen, dann musste der immer für die ganze Bekanntschaft Brote mitbringen. Also wenn hier einer in die Bäckerei kam und wollte 30 Brote haben, dann wusste man, der kommt aus Brüssel. Und die haben einem dann auch immer eine gute Rückfahrt nach Brüssel gewünscht, die Verkäuferin dann, weil das bekannt war. Und genauso das Bier. Das belgische Belgien ist zwar berühmt für sein Bier, aber so diese normalen Zischbier, so ein schönes norddeutsches Pilz, das gab es da eben nicht. Und also deswegen habe ich bis zum Schluss mein Bier auch importiert. So, und jetzt muss ich halt andere Sachen importieren nach Deutschland, die ich in Belgien schätzen gelernt habe.